Die UN-Verträge, ja, internationale Verträge, hier in Bezug auf UN-Verträge, da gibt es ja eben die Möglichkeit, entweder ignoriere ich das einfach, legalisiere einfach und kümmere mich da nicht drum, wie Kanada das gemacht hat, dann kriegen die einen blauen Brief von der UN, aber die Vereinten Nationen haben dann keine Sanktionsmöglichkeiten, ja, dazu sagen, der Staat muss jetzt zig Millionen Euro oder Dollar irgendwie Strafe zahlen, sondern der blaue Brief ist dann die einzige Strafe und das kann Kanada ganz gut aushalten. Ist aber natürlich eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber internationalen Verträgen, wo man an anderen Stellen ja auch will, dass andere Staaten sich daran halten. Insofern muss man da doch ein bisschen vielleicht netter mit umgehen mit diesen Geschichten, respektvoller mit internationalen Verträgen, dieser Atomwaffensperrvertrag oder so. Ja, da will man auch nicht, dass einfach Länder plötzlich sagen, ja komm, was interessiert mich das? Kündigen, ändern. Das kommt mehr oder weniger auf dasselbe raus. Ja, da war nicht so ganz klar in der Diskussion jedenfalls, ob Kündigen wirklich so gemeint ist, dass man nicht wieder beitritt. Weil der Standardwert oder der ganz korrekte Weg wäre, dass man erstmal eine Änderung beantragt bei den Vereinten Nationen und sagt, nehmt bitte Cannabis aus den Verträgen raus. Was völlig unrealistisch ist, das dauert noch ewig, bis das soweit ist. Ja, da kann man 20 Jahre dran arbeiten. Irgendwann werden sicherlich auch die Anträge immer mal wieder gestellt. Das wird abgelehnt, hat man sich das schon mal abgeholt. Dann würde das bedeuten, austreten aus den internationalen Verträgen. Das wurde ja jetzt auch viel diskutiert, Richtung 30.06. Ne, passiert das noch rechtzeitig, damit zum 01.01. nächstes Jahr dann eben das auch wirksam wird und die Legalisierung dann gemacht werden kann. Aber dann eben auch wieder eintreten mit der Ausnahme für Cannabis. So hat Bolivien das mit Coca-Blättern gemacht. Die sind wieder Teil der internationalen Verträge und haben auch gesagt, wir akzeptieren aber nicht für Coca-Blätter. Das ist der korrekte Weg sozusagen, diesen Vertrag weitgehend zu respektieren. Nicht auf der Liste, der schwarzen Liste der Evil-Länder der USA zu landen, ja, dass man da irgendwelche Sanktionen kriegt und die ihre Entwicklungshilfe für Deutschland streichen, weil wir jetzt auf einmal ein Narkostaat sind und diese Verträge nicht mehr unterstützen. Ja, dass man da wirklich nur die Ausnahme für Cannabis macht und ansonsten, naja, gut, ne, machen wir halt weiter damit. Das wäre aus meiner Sicht erstmal so der vernünftigste Weg, also sofern man eben diese ganzen anderen Drogenverbote jetzt nicht in Frage stellt, ja. Als Mitglied im Schildower Kreis und bei Lieb e.V. und so weiter würde ich sagen, ja gut, wunderbar, ja, wenn ihr nicht wieder eintreten wollt, dann lassen wir das eben. Ne? Entwicklungshilfe braucht man jetzt nicht unbedingt von den USA und ansonsten sind auch die anderen Drogenverbote Blödsinn. Aber soweit ist ja Deutschland noch nicht, insofern wir wieder eintreten mit dieser Klausel, die wahrscheinlichste Variante. Von daher, das haben wir so genau vorher nicht diskutiert und deswegen glaube ich nicht, dass 21% sagen würden, jetzt komplett draußen bleiben dann auch. Ja, also die Kombinationen bleiben, ändern, das ist dann ungefähr die zweite Hälfte gegenüber dem Ignorieren. Das war nicht ganz klar, das Bild an der Stelle. Was wir hier nicht drin haben in den Umfragen, ist der Schengen-Vertrag und EU-Recht. Das hat uns ja im Prinzip seit der Wahl, seit wir jetzt hier ernsthaft in Deutschland Legalisierung diskutieren, es erwischt. Oder sagen wir mal, seit Luxemburg die Legalisierung abgesagt hat mit Hinweis auf EU-Recht. Das ist ja auch kurz vor der Wahl erst gewesen. Seitdem wissen wir halt, okay, im EU-Recht steckt auch noch irgendwie eine Bombe drin, ja, ohne dass das vorher jemals eine Rolle gespielt hätte. Und das hat eben auch damit zu tun, dass im Schengen-Raum sich bezogen wird auf die internationalen, also auf den UN-Vertrag. Und selbst wenn wir da austreten als Deutschland, wieder eintreten, dann kannst du Zinnober da irgendwie formal durchziehen, selber als Deutschland nicht mehr Teil der internationalen UN-Verträge sind, steht trotzdem im Schengen-Vertrag drin, ja, wir beachten den Drogenvertrag der Vereinten Nationen. Ja, wir kommen aus der Nummer so irgendwie nicht raus. Das heißt, wir müssen uns auch mit den europäischen Nachbarländern einigen, wie wir da vorgehen. Oder eben die Schengen-Verträge ändern. Und das war im Prinzip Wegges Ansatz jetzt erstmal. Ne? Sie hätte die Hoffnung nicht aufgegeben. Offensichtlich gibt es da irgendwelche Verhandlungen an dem Punkt mit den ganzen europäischen Kollegas, diesen Teil der Schengen-Verträge zu verändern und dass wir da aus der Nummer irgendwie rauskommen. Ich bin gespannt, wie weit sie da kommen. Ja, das ist sicherlich keine einfache Angelegenheit. Ich sage nur Ungarn. Und wenn man da irgendwas Zustimmung für irgendwas will, dann wird das teuer. Und dann ist natürlich auch ein riesiger Aufwand, diese ganze Koordination. Aber die haben ja jetzt auch 10 Stellen ausgeschrieben, unter anderem glaube ich auch tatsächlich, um dieses ganze Telefoniererei mit den europäischen Nachbarländern zu organisieren. Mal gucken, was dabei rauskommt.